Meinst du, Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition und leck mich am Mocker, diese scheiß Höhle musste auch mega lang sein, ne? Ah ne, da ging es ja zu der Route, wo der Trilaxo so rumgammelt. Ich möchte erstmal Pokécenter. So, wunderbar. Dann wollen wir jetzt mal gleich schauen, wo wir überhaupt lang müssen. Wahrscheinlich wieder ein Stück nach oben. Und dann mal gucken, weil da wir keine Pokéflöte haben, macht es keinen Sinn, nach rechts zu gehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Karte mir helfen würde. Professor Eich würde mir bestimmt da irgendwie was ins Ohr flüstern, aber ich habe jetzt keinen Bock, noch Alabaster zu latschen. Shit, das habe ich vergessen. Ich habe die Ulle nicht platt gemacht. Kämpfen? Meinst du mich? Nein, ich meine im Busch da drüben. Alter, schon mal. Vor allem. Die hat mich doch angefunkelt und kommt angerannt. Ich habe nicht gesagt, ey Olle, dir drücke ich jetzt einen Pokéball ins Gesicht. Die kam von alleine an. Das möchte ich jetzt bitte hier festhalten. Ja, das ist mir sehr wichtig, dass wir das klären, dass ich nicht der Indikator für diesen Kampf war. Oh ja, ich tackle dich weg, du blöde Sau, denn du bist dumm und ich bin schlau. Ich habe die Schnauze voll. Weißt du was? Ich grill dich, du blöder Vogel. Pikachu! Gib mal einen fetten, dicken Donnerschock. Richtig ordentlichen Blitz draufkrachen lassen auf das kleine Täubchen. I want chicken. Juhu! Und das Blöde ist, ich brauche dringend ganz schnell ein anderes Elektro-Pokémon. Ich habe keinen Bock, Pikachu Blitzball zu bringen, weil die Attacke einfach für den Arsch ist. Es macht keinen Sinn. Ich habe so schöne, tolle Attacken wie Mega Hieb und Mega Tritt. Ich möchte nicht verlieren wegen so einer Scheiße. Ich mag Blitz nicht. Blitz ist eine Kackattacke. Blitz ist böse. Donnerschock wird doch reichen. Ich meine, du kannst den Gegner angreifen. Du kannst mir bestimmt noch eine scheiß Höhle erleuchten. Eigentlich würde es ja reichen, wenn du deinen Pikachu ein bisschen ankurbelst, aber wirklich am Schwänzchen ein bisschen rumdrehen, wie es dann die Backen anfangen zu leuchten. Man kann es auch einfach eiskalt da durchgehen und brauchst irgendwie keine Attacke anwenden oder sonst was. Aber nein, das Spiel, weißt du, das Spiel präsentiert dir so eine Scheiße und was mich richtig mal hardcore krass mit Pokémon genervt hat, neben diesen ganzen Logic-Fails, dass andauernd deine Spielfigur einen Kackdeckel auf den Kopf kriegt. Hüte sind Kacke. Das sieht scheiße aus. Auch die Olle da mit ihrer komischen Mütze. Lass den Leuten doch die Freiheit und schenkt ihnen Haare. Hier auch wieder so ein Deckel auf dem Kopf. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist scheiße. Ich hab Schluck auf von so einer Kacke. Kann ich hier durch? Ich hab hier einfach. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Ich sperre dich auch mal gleich ein, Junge. Dann gehe ich halt diesen Kackweg. Weißt du, man könnte es auch abkürzen, aber nein, der Spacko. Ah, du wolltest tauschen, ne? Ich habe gerade keinen Bock. Hätte ich Metall-Detektor, könnte ich hier was entdecken, aber leider muss ich verrecken. Ha! Tja, blöd gelaufen. Das war Pokémon Feuerrot Edition. Nein, Spaß. Route 5. So. Ja. Aber hier gab es auch Bäumchen mit Zerschneider. Ja, das war ja hier. Shit. Da kam ich hier noch. Fuck, da kannte ich schon den Zerschneider, oder? Nee, da kam ich von da oben. Jetzt kann ich hier lang, kann ich. Ja, möchte ich einsetzen. Ja. Mauzi. Miau. Und das sieht hier voll scheiße aus. Du bist wieder so eine blöde Kuh. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Nein, ich trage eine scheiß Waschmaschine bei mir. Lass uns waschen. Und zwar die Wäsche. Wer den saubersten Schlüpper hat, meine Liebe. Herausforderung von der Ingeborg. Alter, diese Übersetzung, ne? Ingeborg, das ist ein total typischer deutscher Name. Oh ja, Mirapla versus Mirapla. Wie wäre es mit Mirapla versus Flammender Tod? Ach, ist das schön. Nicht, aber. Oh, wir sind ganz exotisch und werfen scheiß Schlafpuder. Boah, nee. Nein, Glutexo. Aufstehen. Aufwachen, mein kleiner Feuerdrache. Es ist Zeit zum Flambieren. Aufstehen. Ah, Junge, jetzt.
Idee eigentlich. In dem Mal noch ein Kakelock-Duft. Ich locke dich auch mal gleich mit meinem Duft. Ich mache dann die Duftkerze. Ja, nein. Muss ich jetzt ehrlich so einen Wecker aufziehen? Weißt du, die modernen Pokémon-Trainer, die haben ein scheiß Smartphone bei sich. Die nehmen das eben raus, stellen das auf irgendeine beliebige Uhrzeit und lassen den Wecker bimmeln. Dann wird das Vieh doch wirklich aus allen Wolken fallen und denken: oh, fuck! Alter, du bist 10 Level weiter als diese kleine Kackdreckswurzel, ne? Ich wollte schon sagen, gut, dass du endlich mal aufwachst, Dornröschen. Muss ich die noch wachknutschen? Ich hoffe nicht. Sehr effektiv. Ach, sag bloß. Miraplei hält 150. Blutexo hält 150. Knuffenser. Muss ich eigentlich schon mal Miraplei drin nehmen, damit sich's weiterentwickelt. Und ich dann wieder den Computer sperren kann, weil ich so ein herzloses Stück Scheiße bin. Knuffenser finde ich auch ziemlich cool. Ich mag Knuffenser, aber ich mag die Weiterentwicklung nicht. Satzenia und vorher war Ultragaria? Alles mit Vorbehalt. Ich habe den Namen nicht mehr drauf. Oh, warum könnt ihr das Schlafbruder? Oh, bitte, Glutex, du hast eben gepennt. Das reicht. Man kann sich auch zu Tode schlafen. Nein! Falls in allen der möglichen Scheiß-RPGs kann ich einen Kackflammentrank werfen. Jetzt kann ich mein Pokémon noch nicht tauschen, ne? Das wünsche ich mir hier gerade auch, dass ich irgendwie so in meinem Inventar einen Molotow-Cocktail finde und den volles Met für diese kleine Scheiß-Dreckspflanze Moller, Alter. Das ist echt, ich hab da keinen Bock drauf, ne? Ja, endlich. Miraplar. Ja! Oh, bitte entwickel dich weiter. Miraplar, nein, das, den Anblick erspare ich dir, kleines Pokémon. Ich werde einfach deine Artgenossen zerpflücken. Einmal Gyrosaziki hier, richtig schön scharf. Tschüss! Die Blätter kann man nehmen und dann noch Gemüsebrühe rausmachen. Weißt du, so die Schattenseiten, ne, die werden gar nicht so wirklich vertieft in dem Spiel. So, also es wird ja im Pokédex das ein oder andere gesagt, von wegen, ja. Dass zum Beispiel es wirklich Fressfeinde gibt. Dass man sagt, so ein Taubsi ist ein Raupi. Das ist nicht für den Vordereierkuchen. Das wird dann nicht so stark thematisiert, dass es halt wie bei uns ist, ne? Dass man die Pokémon wie Haustiere behandelt. Aber ich denke, da wird es auch einige geben, die du... Ja, Miraplan entwickelt sich. Ist wie ein Karpador, ein Karpfen. Den angelst du und den bereitest du zu. Und isst ihn. Oder wenn du halt der dein Gemüse bist, Vegetarier ist und Miraplar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, ja, wird nicht gegessen. Wir haben, weil ganz ehrlich, auch in diesem Anime, beziehungsweise diese Cartoon-Gedöns, jetzt habe ich ein hässliches Pokémon, da hast du vielleicht mal so irgendwie so Folgen, wenn Ash irgendwas frisst, dann ist er halt ein normaler gegrillter Fisch. Aber das wird halt nie so vertieft, dass es das in dieser Welt gibt. Weißt du, wie ich das meine? Dreh dich jetzt einfach um. Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hasse dich. Ich meine das ernst. Ach, war klar, fick dich. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Ja, dann mach dir irgendwas Schönes. Such dir ein Hobby. Irgendwas Kreatives. Nimm die Steinchen auf den Boden und mach da ein tolles Muster draus. Boah, Jens, halt deine Fresse. Ich hab ein Duflo, das sieht halt so scheiße aus. Das kann doch richtig giftig werden, ich weiß gar nicht. Bringt das was? Ich glaube nicht, ne? Das sah schon mal schlechter aus. Allergiefokus. Ja, wie wär's? Ich habe jetzt kein Wasser-Pokémon. Boah, ich glaube, als nächstes hole ich mir Karpador und werde daraus ein geiles Garados machen. Ich sag dir, Karpador ist gar nicht so scheiße. Wenn es Tackle kann, dann fickt es die Leute weg. Platscher ist kacke, das stimmt wohl. Au, Karalschlag, ich bin am Arsch oder was? Volltreffer. Ah. Oh, nein, ist tatsächlich nicht sehr effektiv. Also sollte ich dann meinen Duflor. Oh, bei aller Liebe, Duf. Ich weiß, das finde ich. Das ist so typisch Pokémon. Du hast so die ersten Pokémon, die sind total süß. Und. Die Mehrheit der Weiterentwicklungen, vor allem wenn es halt mehr als eine Weiterentwicklung hat, sieht einfach scheiße aus.
denkst du dir auch so, boah, weißt du, ich hatte so ein süßes kleines Mirabla. Und jetzt habe ich ja so einen hässlichen, sabbernden Klotz mit so einer hässlichen Fliegenpilzkacke auf dem Kopf. Finde ich nicht so cool. Weißt du, bei Vulpix kann man nur sagen, Vulpix ist süß und Vulnona ist schick. Alles super. Mascholo, Maschok und Maschomai geht auch noch. Kein Ding. Gut, Smogon. Nein. Es ist nicht schön. Ist kein schönes Pokémon. Aber ich finde, so ein Slimer ginge auch noch. Oh, ich habe gar nicht gelesen, was jetzt kommt. Dann bleibe ich erstmal hier. Aber die Slimog zum Beispiel ist wieder so ein bisschen, wo man denkt, oh. Aber, ach, scheiße, war ein Onix, egal. So richtig mies, sag ich mal so. Wie ist dieses eine Kack-Pokémon, dieses Müll-Pokémon, Deto irgendwas, ne? Richtig hässlich. Da hat einer auch nur gedacht, boah, Alter, so ein zerfetzter Müllsack, das wäre doch voll das geile Pokémon. Nee, Leute. War aller Liebe. Ich meine, klar, es wird schwierig, zu sagen, hey, wir haben irgendwie schon alles gehabt. Die haben sich ja Beispiele aus der Natur geholt. Ne, wenn man sich so Taubsi anguckt oder Enton, Porenta, bla. Ne, das gab es ja Vorlagen, auch Carpador oder so. Ist ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, boah, ich habe mir gerade so ein Magic Mushroom reingepfiffen. Weil wenn sie die Idee und voll die krassen Halos. Ich meine, das gab es ja irgendwie alles. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendeiner von denen aus dem Team gesagt hat, boah, ich muss den Müll rausbringen. Stolpert, der Müllsack reißt kaputt und du denkst dir, boah, das wäre voll krasse Pokémon. So, was haben wir hier? Route 9. Azuria City, Felstunnel. Oh, und das war der Felstunnel, wo ich hin wollte, muss, keine Ahnung. Weiß nicht, was ist hier? Ach nö, ich finde Kämpfen kacke gerade, Junge. Zuerst muss ich erstmal ein Pokémon umtauschen, weil ich möchte... Nein, das möchte ich vor allen Dingen nicht. Tabuga zu... Ach, so viel Auswahl. Mauzi. Ich weiß gar nicht, wann entwickelt sich Mauzi zu Snabillycat? Oder Nidoran. Nidoran ist ja auch noch süß, bis es sich weiterentwickelt. Ficken. Ha! Wie wäre es mit einem Kampf? Wie wäre es mit einem Nein? Das ist ja das Blöde. Ich kann nicht mal ablehnen. Ich kann nicht mal sagen, Alter... Nee, ich hatte da gerade keinen Bock drauf. Oder meinem Pokémon geht's nicht so gut. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Vergewaltigung, Hilfe, da ist ein dicker alter Mann, der mich belästigt. Oh, Mauzi von hinten. Sieht aber ganz schön kacke aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hab keinen Bock, einen Duflo jetzt zu nehmen. Ich nehme mal Glutex und fackel die Scheiße. Nee, ich habe ja Metallklaue, die kann ich ja nehmen. Viel, viel angenehmer. Oh mein Gott, so ein Käse-Sandwich, wo Käse rauskommt. Also Käse ist geil, vor allem wenn Sachen so Grateng-mäßig sind. Ah, ja, das war schön. Foodporn. Was habe ich hier noch so von Mist, den ich... Oh, wow. Ein Iger. Ich igel mich auch gleich ein. Beine. Ja, meine... Oh, voll. Alter, ich hoffe, dass kurz vorm Felsturm nochmal so eine scheiß Pokestation ist. Ich möchte jetzt nicht diese ganzen Kacke zurückgehen. Bis ins nächste Dorf habe ich echt keinen Bock drauf. Also ich bin ja faul, das wissen wir ja alle. Ja komm, du Flor, du stinkst, aber du musst es jetzt hier machen. Also die Frage, inwieweit kann sich das weiterentwickeln? Weil das ist ja immer so editionsabhängig und ich habe die Blattgrüne ja gar nicht gehabt. Dementsprechend ist es für mich schwer, jetzt bei der Feuerroten das abzuschätzen. Ich mach mal eben. Okay, Google. Pokémon... Ach, ja, suchen wollte ich, mach Sprache. Pokémon Blattgrüne Edition Entwicklungen. Weil ich muss für mich einfach nur wissen... Das ist jetzt Poké-Wiki, ne? Ja, hier, Feuerrote und das ist perfekt. Wie das denn aussieht, ab wann das stattfindet, welcher Stein, was, weil das war ja ab der Roten, in der Roten ja noch gar nicht so, dass ich auch vielleicht Möglichkeiten, weil theoretisch könnte ich aus Duflo zwei verschiedene Pokémon entwickeln lassen.
Habe ich hier auch sowas wie Entwicklungswissen und nicht nur generell? Ne, Komplettlösung wollte ich nicht haben. Ich wollte nur eine Entwicklungsliste haben. Oh, scheiße, die Zeit ist abgelaufen. Alles gut. Alles gut, alles safe. Gut, wir haben jetzt den Wanderer Lancelot. Bist du Lancelot? Ein fairer Kampf, ja, nee, ist klar besiegt. Da werde ich mir einfach mal die Hausaufgabe aufgeben. Und mal nachschauen, wie das denn mit diesen Entwicklungen aussieht. Was hier nämlich geht und was nicht. Denn logischerweise war in der roten Edition nur so eine Straight-Linie vorgegeben. Da konnte ich Duflo nur in einer Richtung entwickeln. Deswegen weiß ich nicht. Ach, Njau! Ach, komm schon! Hey, wer bist du denn? Ja, ich bin der Karl-Heinz. Beste Freund von Karl-Uwe. Kai-Uwe, Entschuldigung. Ach, ein ficking Fukano. Die verstehen sich ja super, Mauzi und Fukano, ne? Komm, das machen wir jetzt noch. Dann wechsle ich jetzt mal Pokémon. Was nehme ich denn? Elektro. War, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich brenne, das ist mir klar. Ich glaube, Elektro war. Wir gucken mal, wir machen mal einen Megakick. Megakick, Bitch! Tschüss! Oh, ficken. Na, Silberbild, können wir riskieren. Ups, habe ich gar nicht gesehen, was ich mache. Weil ich gerade am gucken war. Ich habe hier sogar Deoxys, ein Panzer Aeron. Willst du mich verarschen? Weil das sind ja eigentlich Pokémon aus Xerox und Blubella. Die gab es ja alle erst in der zweiten. Nee, werde ich hier nicht wechseln. Ja, wie gesagt, ich muss mich da einfach hinterklemmen, wo ich gerade gedacht habe, hä? Lumanna, ja, ich kratze dich kaputt. Es tut mir leid, mein Kleines, aber hier ist der Big Boss, dein großer Bruder. Ach, heul nicht. Kann's nicht ändern, kleine Eidechse. Ja, komm, nochmal irgendwie. Nein. Nicht sehr effektiv, sag bloß, wir sind beide vom gleichen Schlag. Nur ich bin halt ein höheres Level und eine Weiterentwicklung. Kann man ja mal machen. Egal, wurde besiegt. So, Ende im Gelände. Camper Chris geht nach Hause. Schnell und präzise besiegt. Ja, selber schuld, mein Freund. Hättest du mal mich in Ruhe gelassen. Oh, Leute, nee. Ich mache jetzt echt einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. No way.